Hallihallo, Hallöchen, meine Rambas. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships und heute mit einem Schiff. Und jetzt, ich glaube, wenn überhaupt, habe ich es erst ein einziges Mal gezeigt. Hier deswegen, jetzt muss ich es auf jeden Fall mal nachholen. Wisst ihr denn schon, was es ist? Wisst ihr es schon? Wisst ihr schon? Naja, ich sag's euch, ich zeig's euch. Tier 7, Zerstörer der Amerikaner. Die Sims ist es in dem Fall. Wir sind hier Top-Tier und ich spiele die Sims, bevor die Frage kommt. Mit den längeren Torpedos, die 9,2 Kilometer weit kommen, aber nur 49 Knoten schnell sind. Oder in dem Fall muss man schon fast eher sagen, langsam. So, der Gegner, vielleicht sieht man es links bei mir im Chat, was ich geschrieben habe. Nice Platoon, Omaha und Chester. Der Gegner hat nämlich geschafft, mit einem Tier 5 Omaha und mit einem Tier 2 Chester zu spielen. Naja, ist gut für uns. Auf Seite des Gegners will ich mich ein bisschen ärgern, aber was soll's. So. Wir haben die Karte Gefahrenherd im Modus Herrschaft. Und dementsprechend sollte es doch jetzt hier so ein bisschen was zum Reißen geben. Ich werde jetzt einfach mal volle Kanne mal einfach runterfahren. Und schauen und hoffen, dass da was aufgeht. Hab eine schöne weite Sichtweite. Nur die Frage, wo sind die Gegner? Wo lassen sie sich blicken? Muss natürlich auch aufpassen, weil ich bin jetzt hier hinter, wenn ich dahinter diese Insel fahre, da dementsprechend nicht sichtbar, beziehungsweise ich selber bin zwar sichtbar, aber ich kann nicht mehr wirklich gut supportet werden. So, jetzt haben wir hier noch Flieger. Da lasse ich jetzt einfach mal die Flak drauf schießen. Weil offen bin ich eh. Uiuiui. Und da seht ihr schon, da sind sie, die Gegner. Und jetzt macht's der Flugzeugträgerkapitän der Gegner ganz gut. Hält mir nämlich Dauer offen. Deswegen brauche ich jetzt auch nicht, weil wenn ich eh offen bin, kann ich auch schießen. So, bin nicht mehr offen. Er dreht die Flieger ab. Das ist mir nur recht. Okay. Man will mich hier unbedingt offen halten. Ist natürlich clever. Ohne Frage. Jetzt hoffe ich nur, dass mal mein Team. Der steht noch, die Nürnberg. Weil ich könnte jetzt ein bisschen Support seitens der Flak benötigen. Oh, ist das nervig. Also ich werde mich jetzt mal Richtung Nürnberg da bewegen. So, wenigstens angezündet. Also wird er gleich hier reparieren. Weil das wird er sich nicht lange antun. So, jetzt wäre es echt schön, wenn die Nürnberg da langsam mal mitspielt. Einfach mal die Torpedos losgeschickt. Wie gesagt, 9,2 Kilometer, aber wenn er die Distanz und die Richtung so hält, dann kann ich auch hoffen, dass da ein, zwei Torpedos ankommen. Aber auf jeden Fall werde ich mir jetzt hier so ein bisschen mal von der Seite verziehen und hoffen, dass er jetzt einfach mal sich für jemand anders entscheidet, auf den er gehen will. Wie gesagt, der sehr breite Fächer, weil ich mir definitiv nicht sicher war, wie er sich jetzt da fortbewegt und wie er seinen Kurs hält.
Schießen wir noch ein bisschen auf die Omaha. Zwei Zieltreffer, wie wir sehen. Also das war ganz gut, weil damit hat er jetzt auch einen schönen Wassereintritt. Und kann den jetzt eben erstmal nicht mehr reparieren. Er kann jetzt sich höchstens noch heilen. Aber reparieren ist erstmal nicht mehr drin. So, und jetzt werden wir gleich mal ein bisschen mit dem Rauch arbeiten. Und jetzt deckt mich nämlich, oder meine Ziele deckt jetzt wiederum mein Team auf. Aber muss halt auch erstmal treffen. So, jetzt schieße ich mich gerade ganz gut ein. Also nur gleich weg. Leider nicht so erfolgreich, aber egal. Jetzt drehe ich mich hier so ein bisschen auf die Kongo drauf. Jetzt bin ich nur offen. Ich glaube, wir fahren jetzt lieber mal weg. Noch trifft keiner so wirklich. Außer die Gegner mich. Feueralarm! Problem gelöst. So. Noch bin ich offen, ist aber auch gleich wieder weg. So, und bin nicht mehr gescoutet. Das, was er macht, ist jetzt alles Blindshots. Und auf die Kongo will ich jetzt auch noch ein, zwei Torpedos loswerden. Einen breiten Fächer und einen nicht so breiten. Aber irgendwie schießt die Kongo gar nicht. Also von dem her machen wir das doch einfach mal. Angezündet. Da sind auch meine Torpedos. Und zwei kommen da ins Ziel. Und wir sehen, also der hat jetzt gerade richtig massive Probleme. Und weg ist er. Das lief jetzt sehr gut. Da haben wir die New Mexico, glaube ich, sehr, sehr gut supportet und unterstützt mit unserem Schaden. Und jetzt schauen wir mal, was da hinten noch mit der Kongo, glaube ich, war es ist.
Müssen wir auch gleich wieder aufdecken. Da, die Fuso ist es. Fuso? Also gleichzeitig deren größtes Schlachtschiff von der Tierstufe her. Komm, Jung, mach Schaden. Haus raus. So, was fährt da vorne? Ist das dann die Omaha, die da wegfährt? Ja, genau. So, Kongo oder Fuso kommt geradewegs auf uns zu. Muss aber aufpassen, die New Mexico ist nah an uns dran. Nur irgendwie schießt sie nicht. So, die will jetzt wohl hier ein bisschen Richtung Kartenrand abdrehen. Und jetzt den Rauch aktivieren. Und dann kann ich nämlich jetzt auch gleich wieder schön wirken. Und jetzt geben wir hier mal Gas und halten hier drauf. Und ihr seht, da kann man jetzt einen schönen konstanten Schaden drauf lassen. Torpedos kommen da auch an. Die sind so breit gefächert, da sollte doch einer treffen. Jetzt brennt er. Ein Einschlag. Muss ich aufpassen, jetzt kann ich nicht nochmal direkt Torpedos loslegen, weil ich da meinen Teampartner, den ich mir habe, der würde mich natürlich kreuzigen, wenn ich da jetzt nochmal Torpedos in ihn reinballer. Aber brennen tut er gut. So, jetzt könnten wir jetzt nochmal schön Torpedos wirken. Ja, da brennt der Lichterloh. Da kommen jetzt auch die Torpedos. Schaut so aus, als ob da auch welche treffen werden. Deswegen gucken wir uns die nochmal jetzt im Detail an. Ja, die sind weg. Zerstört ist er. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Und jetzt volle Kanne, weil da vorne ist der gegnerische Flugzeugträger, so wie ich das sehe. Also es lief jetzt hier gut mit der New Mexico. Haben wir uns gut verkauft, würde ich mal sagen. Und jetzt eben volle Kanne Richtung Flugzeugträger, weil das Game ist extrem knapp vom Ergebnis bisher. Den Flugzeugträger sollten wir eigentlich gleich sehen. Da ist er auch schon. Bewegt sich aber scheinbar nicht zu uns. Sondern schickt jetzt hier Torpedobomber her. Die werden aber wohl erstmal die New Mexico platt machen. So wie es aussieht. Ja, der schickt alles daher. Aber er hält genau auf uns drauf. Das
Ist natürlich gut für mich in dem Fall. Und scheinbar erkennt er mich jetzt noch nicht so wirklich als Bedrohung, weil bisher kommt keiner seiner Flugzeuge auf mich drauf, beziehungsweise jetzt die Bomber. Und wir können hier wirklich jetzt schön den Schaden anbringen. Seine Sekundären treffen mich noch nicht mal. Jetzt treffen sie. Aber alles halb so wild. Jetzt ist er in Brand geschossen. Ich habe mir jetzt nochmal Maschinenschaden, aber ich hatte gerade noch den Brand. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt hat er mich so beschädigt, dass ich gleich wegbrennen werde. Aber bisher, jetzt gerade von den XP, schaut so aus, als ob es wir dann doch nochmal schaffen. Ja, der Brand noch ganze 30 Sekunden. Schade, dass man nicht einfach so mit einer Kanne rauskippen kann. Aber leider wird es meine Zerstörung nach sich ziehen. Ja. Da bin ich weg. Die Kongo ist leider auch gleich zerstört und dann wird es nochmal knapper. So, der Rommel regt sich ganz schön auf. Aber ihr seht es durch die Zerstörung von der Kongo. Es sind die Tickets jetzt so, dass die mit 20 gewinnen würden. Ganze 50 HP noch. Wahnsinn. So, jetzt muss er, irgendjemand muss er noch zerstören. Ein Boot muss noch weg. Ja, sehr gut. Hat er super gemacht. Wer war denn das? Egal. Ach, das war ein Teamkill. Auch gut. Ja, also am Ende sag ich, da ist es mir ehrlicherweise egal, wie ich gewinne. Mir langt jetzt nur, dass ich gewinne. Weil in dem Fall war es wirklich eine Runde, die, glaube ich, sehr, sehr ordentlich gelaufen ist. Wir haben einen schönen Schaden anbringen können. Und dass der dann noch mit einem Sieg einhergeht, finde ich noch besser. Jetzt darf nur die Farragut Aber die schießen da auf sich selber. Das ist ja ein Traum. Ja, die Farragut willst du echt nochmal wissen. Sekunden noch.
Das ist, und er macht es echt nochmal unglaublich spannend. Aber jetzt ist da nochmal einer gestorben. Der Todoris, also der hier, die Oma hat auch noch die Chester weggemacht. Also von dem her, jetzt kann er machen, was er will. Jetzt ist es auf jeden Fall ein Sieg. Ein sehr kurioses Ende, muss man sagen. Und die hätten vielleicht nochmal gut getroffen. Wer weiß. Es nicht. Egal, für uns ist jetzt wichtig, der Endsieg. 320.000 Credits. 5.032 XP. Im Team bin ich auf Platz 1 mit 1.677 Basiserfahrung. Und konnten machen... Ui ja. 50, 80, 120.000 Schaden. Also, das war wirklich sehr ordentlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ja, dann... Bleibt auch das nächste Mal wieder dabei. Bis zum Ende. Ihr seht, da kann immer was passieren. Also, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.